Namaste, Namaste, herzlich willkommen zu einem weiteren Talk beim KIMI Report an diesem Donnerstag, den 13. Juli 2023. Das ist immer wie Tom und Jerry. Ich bin eben zeitlos, wie ihr wisst. Ja, wir haben einen sehr zeitgenössischen, thematisch gesehen, Gast bei uns, Anselmo Renz. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Dass du dir die Zeit nimmst. Er ist seit mehr als 20 Jahren Unternehmer. Und zwar in einem Bereich, in einer Farbe, die uns manchmal fast schon ein bisschen zu sehr verfolgt. Und zwar in der grünen Farbe, aber er ist nicht politischer Unternehmer, also nicht Manager von Bündnis 90 Die Grünen, sondern leidenschaftlicher Gärtner. Das heißt, er lebt eigentlich in der Farbe grün mit etwas bunt noch. Das nennt man dann Blüten der Blumen oder sonstige Auswüchse, die uns die Natur freundlicherweise immer noch beschert. Ja, er ist Vater von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern, eine Tochter und einen Sohn. Das ist die gleiche Bilanz, die ich auch habe. Das vereint uns auch. Und er ist auch bekannt als der Retter unseres Gartens. Freunde nennen ihn MacGyver. Als unser Sturm war, das ist ja jetzt ein Jahr her, darum machen wir auch die Sendung, ein Jahr, als dieser Windhosen-Tornado-artige Sturm über das Bruderholzquartier in Basel brauste und uns quasi fast schon kopfhoch den Garten zugedröhnt hat, die Eiche größtenteils umgehauen hat und die Esche erst recht, hat er quasi flüsternd mit seinem Team das alles wieder aufgeräumt und wir haben kaum etwas davon bemerkt. Ja, also gehen wir doch gleich in medias res. Wir hatten die Abstimmung, Klimaschutzgesetz und so weiter. Es ist ein unglaublicher grüner Hype. Nicht so in den Zahlen, die wir aus Deutschland fast täglich bekommen. Da verlieren die Grünen, aber man hat das Gefühl, alles müsse nur noch Klima und grün sein. Du lebst im Grünen und mal ganz kurz deine Beurteilung. Ist die Natur wirklich so quasi gefährdet oder kannst du eigentlich noch etwas anderes als grün wählen? Also die grüne Politik in meinen Augen hat sicher einen gewissen ideologischen Wert. Sicher nicht zu vergessen, dass wir zu unserer Natur Sorge tragen müssen. Schauen, dass wir unsere Lebensgrundlage nicht zerstören, aber was wirklich ganz spannend ist, die Natur findet immer Wege, aus Miseren herauszukommen. Also man sieht das auch ganz gut in den Wüstenbereichen, wenn da wieder Wasser hinkommt, wie schnell das blüht und wächst. Das ist eigentlich unglaublich und ich würde das Szenario nicht so schwarz malen. Ich bin da ein bisschen entspannter. Einfach, weil ich über die Jahre auch beobachten konnte, dass doch die Natur immer wieder spezielle Früchte trägt. Gerade letzthin hast du festgestellt, dass bei dir im Garten eine Yucca-Palme zu blühen beginnt. Das sind für mich immer wieder Zeichen. Sobald Licht dahin kommt, kann auch wieder Neues entstehen. Ja, das war wirklich eine unglaubliche Überraschung für meine Frau und mich. Aber kann man denn, wenn man das so überdehnt bringt, wie diese ganz grüne Politik da, bis zur Gründung in den 80er Jahren war das ja alles tabu. Also man hat ja, es ist egal, ob man 20 Liter brauchte auf 100 Kilometer oder 25 Liter. Und jetzt hat das Pendel auf die andere Seite ausgeschlagen. Ich habe einfach immer ein bisschen den Verdacht, wenn es so extrem wird, dass da auch finanzielle Interessen da mit ein Treiber sind von dieser, ja, wie nennen wir es, von diesem Hype, von dieser extremen grünen Bewegung. Gut, das ist natürlich für mich gut, wenn es einen grünen Hype gibt, dann haben wir immer genug Arbeit. Grundsätzlich, aber es ist natürlich auch so, ich denke gerade in der Politik überspitzt man auch immer wieder die ganzen Thematiken, damit man etwas Kleines erreichen kann.
Ja, ich denke, es ist sicher gut, wenn ein Fahrzeug nicht mehr so viel Sprit verbraucht, wie das zu früheren Zeiten so war. Man darf aber das große Ganze auch nicht vergessen. Hier in Mitteleuropa haben wir immer das Gefühl, wir sind Vorreiter und wir machen es alles ein bisschen besser. Aber wohin gehen dann die alten Fahrzeuge und die alten Maschinen? Die werden ja nicht eingestampft. Die bleiben ja immer noch auf dem Planeten. Die werden einfach verschoben und sind dann vielleicht aus dem Augen, aus dem Sinn. Und da bin ich halt schon ein bisschen bodenständig und ja, schaue das alles ein bisschen nüchterner an. Aber du hast ja vom Jahrgang her, doch wahrscheinlich hast du ja auch schon einige Episoden erlebt. Also wir hatten das Ozonloch, wir hatten das Waldsterben, wir hatten diese riesigen Populationen von Borkenkäfern und dann kam der Katalysator, die Lambda-Sonde, das bleifreie Benzin. Ich habe schon den Eindruck, dass die Industrie auch viel gemacht hat. Natürlich auch auf Druck, selbstverständlich, aber wenn wir die Abgase sehen, die wir noch in den 80er Jahren, 70er Jahren hatten und jetzt, das ist ja wahnsinnig viel. Und ich glaube, das schließt ja nahtlos an. Irgendwie hat sich die Erde ja auch wieder erholt von diesen Ozonlöchern und von diesem Waldsterben. Auch wenn man durch den Schwarzwald fährt, dann ist nicht jeder Baum gesund. Also auch die Kastanien in Basel müssen irgendeinen Pilz haben, weil die sehen anders aus, als sie auch schon ausgesehen haben. Aber ist das auch regenerativ oder ist das das Verdienst der Industrie, dass wir jetzt einfach dieses Ozonloch, mehr oder weniger spricht ja keiner davon, interessanterweise. Oder? Und der Borkenkäfer, der ist ja auch nicht nur schlecht. Der ist ja nur schlecht, wenn es sehr lang heiß und trocken ist. Also was ich da verstehe. Und ganze Waldstriche abfrisst. Der Borkenkäfer dient aber auch dazu, um den ganzen abgestorbenen Wald zu zersetzen, damit er wieder frisch wachsen kann und eigentlich so eine natürliche Verjüngung stattfindet. Das Gleiche ist wahrscheinlich auch mit dem Ozonloch und mit dem Waldsterben. Man hat gesehen, man muss da was tun, man hat was getan und es hat auch gewisse Wirkungen. Und wie fest und wie weit, ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin tagtäglich unterwegs und ich erkenne einfach auch, dass die Natur wirklich genial ist und sich sehr gut erholen kann von vielen Dingen. Ich bin eben sehr froh, dass du Mann an der Front bist, pragmatisch unterwegs und nicht Wissenschaftler, weil welcher Wissenschaft sollen wir denn folgen? Und die Leute, die an der Front sind und jeden Tag irgendetwas selbst erleben und gestalten, das haben wir in den letzten 3 Jahren gesehen, die sind mir viel lieber als diejenigen, die im Eiffelturm sitzen, einem Universitären und irgendetwas an Modellen kreieren. Das ist ja mit der Grund, warum du letzten Endes auch da sitzt jetzt. Aber als Gärtner mit Leib und Seele, als Unternehmer in diesem Bereich, bekommt ihr da eigentlich auch dauernd irgendwelche neuen Vorschriften und Gesetze. Wir Normalsterblichen, die von euch einen schönen Garten bekommen, wir bekommen das natürlich nicht mit, aber gibt es da auch dauernde Regulatorien, wie wir eine Zeit lang fast täglich irgendwas vom Kantonsarzt bekommen haben oder vom BAG oder was weiß ich, oder wird das da relativ liberal gehandhabt in eurem Metier? Also selbstverständlich ist es so, dass, wie gesagt, die Gärtner nicht per se grün sein müssen und darum muss dann auch in der Branche ein bisschen ein Bewusstsein stattfinden. Sehr viele Pflanzenschutzmittel kommen aus der Industrie und dienen vor allem auch zum Zweck, um die Ernteerträge zu erhöhen, um Pilzkrankheiten, um Schädlingen zu bekämpfen. Dies hat aber immer auch wieder eine Gegenreaktion, weil die Natur würde sich eigentlich von selbst regulieren. Und sobald wir in die Natur zu fest eingreifen, entstehen dann auch gewisse Reaktionen von der Natur. Also man kann das einfach sehen mit der ganzen wirtschaftlichen Globalisierung. Warenhandel über die ganze Welt haben wir natürlich auch
Schädlinge oder Tiere aus anderen Ländern mitimportiert, die dann bei uns zu großen Schäden führen können, weil sie wirklich keinen natürlichen Feind vor Ort haben. Etwas vom bekanntesten ist zum Beispiel dieser Buchsbaumzünsler oder ganz aktuell dieser asiatische Laubholzbockkäfer. Und da merkt man schon, vielleicht ein bisschen weniger Globalisierung und Warenhandel wäre vielleicht auch gut. Und gerade mit der Industrie, mit den ganzen Pflanzenschutzmitteln ist es natürlich so, dass in den letzten Jahren sehr viel passiert ist. Also da gibt es viele, viele Produkte, die sind heute nicht mehr erlaubt, auch zu Recht. Ein gutes Thema ist zum Beispiel dieses Glyphosat. Punktuell eingesetzt kann es helfen, aber wenn man es großflächig alle zwei Wochen die Garageneinfahrt damit behandelt, dann vergiftet man den Boden nachhaltig. Und da sind schon gewisse Sachen, die wirklich stark im Tun sind, dann auch mit den ganzen Pflanzen, die vom Ausland importiert wurden, zum Teil auch unfreiwillig. Diese ganzen invasiven Neophyten, die dann unsere Fauna und Flora versuchen zu verdrängen und die wir mit großem Aufwand wieder versuchen, ein bisschen einzudämmen. Wie heißt dieser asiatische Käfer? Asiatische Laubholzbockkäfer. Laubholzbockkäfer. Genau. Und das Schwierige ist, dass er die Larven in Paletten, auf welchen die Materialien transportiert werden, wird er wie eingeschleppt. Und weil wir hier in Basel einen großen Hafen haben, wird natürlich auch viel über Basel in die Schweiz eingeführt diesbezüglich. Und der ist auch sehr schwer zu bekämpfen. Also da muss man dann doch mit Spezialtieren und in mühsamer Arbeit wirklich die Bäume untersuchen, um wirklich einen Schadfall früh zu erkennen, damit nicht wirklich einen ganzen Waldstrich dann befallen wird. Also du sagst, die eigene Flora wird verdrängt. In Südafrika gibt es eine ganze Bewegung gegen Alien Trees. Also behafte mich nicht, Eukalyptus und Akazien, glaube ich, weil die so viel Wasser saugen, dass sie den anderen das Wasser wegsaugen. Was ist in der Schweiz auch das Wasser oder ist es einfach wirklich das räumliche Verdrängen von dieser Fremdfauna? Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der japanische Knöterich. Das ist eine Staude. Eine Staude ist eine Pflanze, die nicht verholzend ist, die im Winter die Säfte wieder einzieht in die Wurzeln und die Pflanzenteile sterben ab. Und in der folgenden Vegetationszeit treibt die Pflanze wieder aus. Die wächst sehr schnell und wird auch relativ hoch, 2 bis 3 Meter hoch. Und die deckt wirklich zum Beispiel in Böschungen den ganzen Boden ab und somit entsteht wie eine Erosionsgefahr. Und dann können plötzlich Böschungen, die zuvor einen guten Halt hatten, mit Unterbewuchs, der dann wie verdrängt wird durch diesen japanischen Knöterich, dass dann die Erosion groß wird und dann vielleicht Böschungen runterkommen und so weiter. Okay. Gehen wir doch zu etwas, das ja multiple beschrieben ist, dass wir fast nicht mehr hören können und das doch irgendwie meiner bescheidenen Meinung nach mit Pflanzen zu tun hat. CO2, das ist ja, wird ja verteufelt. Mein Biologieunterricht und mein Biologiestaatsexamen sind schon 2-3 Wochen her, aber irgendwie habe ich mal noch im Kopf, dass Pflanzen ja CO2 aufnehmen, dass wir abatmen und es gibt ja auch Leute, die sagen, CO2 ist das Gas des Lebens. Und jetzt wird das ja, also was heißt schon CO2 neutral, net zero und was wir da, also ich habe da oben als absoluter Laie, also ich habe auch nicht einen speziell grünen Daumen, auch nicht einen anti-grünen Daumen, aber das Baseldeutsch sagt man, erwirlete, also Pflanzen nehmen CO2 auf, dass wir ab. Oder ist es Paracelsus, alles ist Gift, nichts ist Gift, die Dosis macht? Kannst du uns da ein bisschen helfen?
Also ich bin, wie gesagt, auch kein Wissenschaftler und da gibt es Leute, die bestimmt mehr darüber wissen, aber für mich ist es auch so, die Pflanzenwelt, die braucht CO2, um zu wachsen und die Frage ist das Verhältnis und es wird jetzt einfach behauptet, es wird so viel CO2 freigesetzt, dass eigentlich vor allem die Atmosphäre eigentlich somit wie ein bisschen undurchsichtiger wird und durch das die Erderwärmung entsteht. Ich denke, ohne CO2, also netto null, würde nur bedeuten, wir sollen nicht mehr freisetzen, als wieder gebunden werden kann. Und darum ist ja auch die Holzheizung ein bisschen in der Kritik, weil wenn man dann Holz wieder verbrennt, wird ja CO2 wieder freigesetzt. Im Grundsatz binden die Pflanzen mehr CO2, als sie freisetzen, weil man muss sagen, mit der Photosynthese ist es so, dass die Pflanzen einerseits CO2 aufnehmen und Sauerstoff abgeben, aber das wandelt sich eigentlich jeden Tag, denn in der Nachtzeit wird eigentlich CO2 freigesetzt und Sauerstoff gebunden. Das ist vielleicht eine kleine Anmerkung auch an die Zuschauer. Wenn jemand merkt, er schläft immer sehr schlecht und er schläft mehr oder weniger in einem Urwald, dann liegt das auch daran, dass die Pflanzen zu viel Sauerstoff aufnehmen und CO2 abgeben in der Nacht und durch das der Schlaf eigentlich weniger gut sein kann. Also das heißt, wir haben eine Schlafsendung gemacht, haben wir gar nicht berücksichtigt, einfach aus Nichtwissen, geben wir auch zu, oder ich. Nicht, also ist deine Botschaft, nicht zu viele Pflanzen im Schlafzimmer? Genau. Okay. Ich habe sogar keine Pflanzen in meinem Schlafzimmer. Okay, guter Tipp, vielen Dank. Ihr seid ja auch immer so ein bisschen im Sonnensandwich, also Sonne trocknet aus, aber ohne Sonne geht nichts. Und jetzt gibt es ja, das kann man ja lesen und ich glaube auch mittlerweile im Mainstream, Bestrebungen, die Sonne etwas abzudunkeln von gewissen Herren, vor allem, die wir jetzt hier nicht nochmal namentlich nennen wollen, wegen der Klimaerwärmung. Macht das Sinn? Also, für mich ist es ganz klar, wenn ich auf einer Dachterrasse stehe, von morgens bis abends keinen Schluck Wasser zu mir nehme und mich nicht schütze, dass mir das nicht wirklich gut tut. Sonne abzudunkeln und so weiter, es ist klar, den ganzen Tag in der Sonne zu sein, man sollte sich schützen vor den Sonneneinstrahlungen. Aber da kann ich also zu wenig dazu sagen. Also das ist ein riesiger Systemeingriff, wenn man die Sonne beginnt abzudunkeln. Würde ich sagen, ja. Und wie soll das funktionieren und Wachstum? Ich finde das eher spannend auch, vielleicht wieder ein bisschen zurück zur Natur. Ich werde immer wieder konfrontiert, wie viel Wasser muss ich den Pflanzen geben? Und da finde ich es sehr spannend. Wir unterschätzen wirklich ein bisschen die Natur. Also die Pflanzen sind bekanntlich fest verwurzelt mit dem Boden oder von mir aus mit einem Gefäß auf einem Balkon. Aber sie sind verwurzelt und sie können nicht davon springen. Und wenn man den Herbst, Winter und Frühjahr anschaut und es ist ein sehr, sehr nasser Winter und ein nasser Frühjahr, wie es dieses Jahr war, dann ziehen die Pflanzen automatisch die Saugwurzeln zurück, damit sie eigentlich wie nicht ertrinken in dem vielen Wasser, das kommt. Und wenn dann ein trockener Sommer kommt, haben die Pflanzen wie zu wenig Saugwurzeln, um die Restfeuchtigkeit aus dem Boden zu ziehen. Das bedeutet, man sollte dann mehr gießen. Umgekehrt, wenn es einen sehr trockenen Frühling, einen trockenen Winter gab, dann kann eigentlich der Sommer fast so warm werden, wie er will, weil wirklich viele Tausende von Saugwurzeln im Boden vorhanden sind, die noch die Restfeuchtigkeit aus dem Boden ziehen können. Und man muss immer ein bisschen alles in die Relation setzen. Ein großer, ausgewachsener Baum, wie zum Beispiel vielleicht eure Eiche, die trinkt pro Tag in der Vegetationszeit bis zu 800 Liter Wasser. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Da müsste man also einige Gießkannen mit Wasser hingeben, um dem wirklich die Feuchtigkeit, die er braucht, um zu transpirieren, aufnehmen zu können. Im ganz trockenen Sommer, auch wieder so etwas Geniales von der Natur, merkt man, wie vielleicht ein gewisser Laubabfall schon bereits im August stattfindet. Das macht die Pflanze auch, um sich selber zu schützen, um weniger zu transpirieren, weil sie weniger Wasser aufnehmen kann, weil weniger Wasser vorhanden ist. Also so, wenn man ein bisschen die Natur beobachtet, dann ist es wirklich sehr spannend und dann muss man sich auch nicht von all diesen Schreckensszenario wirklich ins Boxhorn jagen lassen. Also meine Damen und Herren, ich bin nicht sicher, ob er nicht doch Wissenschaftler ist, weil das ist ja wirklich so interessant, was er da erzählt. Andere machen tausende von Kochsendungen, wir machen eine Pflanzensendung. Also Eichen, 800 Liter pro 800, habe ich das richtig? Richtig, zwischen 5 und 800 Liter, je nach Pflanzen. Die müssten ja gar nicht Eichen, das sind ja Elefantenbäume, oder? Die trinken auch unglaublich viel Wasser, das ist ja unglaublich. Habe ich wirklich nicht die bloße Ahnung gehabt, dass die so viel Wasser konsumieren. Was sind das? Bestrebungen oder diese Aktionen, jeder pflanzt einen Baum. Basel Stadt hat eine Baumbilanz, das wissen auch viele nicht. Also wenn man einen Baum fällt, muss man wieder eine Ersatzpflanzung machen. Aber wir alle pflanzen alle einen Baum. Ist das klimatechnisch was Sinnvolles? Oder ist das? Auf jeden Fall. Also ich meine, man sieht das eindeutig, wenn man im Hochsommer in einen Wald spazieren geht, wie angenehm kühl es in einem Wald ist. Und darum bin ich auch der Meinung, dass man die Bäume nicht immer muss kleinstutzen oder sogar kappen, sondern ein Baum soll möglichst groß werden. Und gerade wenn es denn die ganze Zeit wärmer wird, ist das natürlich ein Klimaausgleich für uns hier, gerade auch in einer Stadt, in gewissen Straßen, da sind wirklich Schluchten, da ist kaum Grün, da wird es unglaublich warm und da könnte man sehr viel tun, auch mit Fassadenbegrünungen, mit mehr Bäumen pflanzen, um einfach das Wohlbefinden-Klima einfach ein bisschen herunterzuholen. Wir kommen gleich zu den Städten, aber die Frage, die ich mir stelle, Lebensraum wird knapper, 10 Millionen Schweiz, wo pflanzen wir da noch Bäume? Ja, das ist eine gute Frage. Die ist zu politisch. Die muss nicht sehr politisch sein, man könnte natürlich noch viele Flächen, die immer wieder auch versiegelt werden, anstelle sie einfach zu versiegeln, indem man sie anpflanzt. Also da muss man schon sagen, da macht auch die Kommunen machen sehr viel, um das wirklich zu fördern. Und bei gewissen Sachen hat man wirklich auch das Gefühl, also da wurde das wie ein bisschen vergessen. Du hast die Stadt erwähnt, es gibt ja auch Bestrebungen mit diesen Smart Cities und vor allem Wohnraumbeschränkung, in die Höhe bauen, verdichtetes Bauen und vor allem dahinter steckt ja das Land gewissermaßen zu evakuieren, das der Natur zurückzugeben und die Menschen in die Städte reinzubringen. Macht das Sinn? Ist das für das Land, also das Rurale, ist das wirklich überfordert durch die Menschen? Und muss alles in die Städte rein, so Mexico City oder Mumbai-mäßige Mega, also die Chinesen, da reden wir gar nicht, diese Megastädte und das Land zurück zur Natur. Ist das was Sinnvolles oder ist das auch ein Hype? Ich habe einfach das Gefühl, wir gehören auch zur Natur. Und ich habe das Gefühl, dass so diese Smart Cities doch relativ lebensfremd sind. Ich schlafe zum Beispiel gerne bei offenem Fenster. In gewissen modernen Gebäuden dürfen die Fenster gar nicht mehr geöffnet werden, weil sonst diese ganze Minergie nicht mehr funktioniert. Und ja, da bin ich ein bisschen kritisch diesbezüglich. Es ist sicher so, dass lange Arbeitswege auch nicht optimal sind. Die Frage ist, muss man denn in der einen
auf dem einen Ende der Schweiz wohnen und im anderen Ende der Schweiz arbeiten, müssen alle in die Städte, müssen aber alle auf das Land ziehen und in die Städte pendeln jeden Tag. Da gibt es also viele verschiedene Meinungen diesbezüglich. Ich denke da eine gute Mischung. Es macht sicher auch Sinn, gewisse Häuser einfach in die Höhe zu bauen, in den Zentren von den Städten, wobei eben auch die Begrünung nicht vergessen werden sollte. Und da sind wir zum Glück in unserer Stadt in einer doch sehr grünen Stadt, aber noch längst nicht die grünste, die es gibt. Da gibt es viele verschiedene tolle Beispiele. Ja, du sprichst was Interessantes an, oder? Dieses Pendeln, und ich denke, da wäre ja auch die Kommune oder der Staat gefordert. Ich habe immer wieder Leute getroffen in Seminaren, als ich noch Referent war, geduldet war als Referent oder Patient, die haben zum Teil 5 bis 6 Stunden pro Tag Arbeitsweg. Also die wohnen, was weiß ich, in Hofstetten oder Burg im Leimental und gehen mit ÖV an den Bahnhof, dann nach Zürich, und dort haben sie auch nochmal 20 Minuten und dann sind 6 Stunden unterwegs. Und ja, aber nimm dir doch ein Zimmer bei irgendeiner Schlummermut. Ja, nein, das kann ich mir nicht leisten, dass da nicht Hotels, aber einfach günstige Wohngelegenheiten Montag bis Donnerstag und das andere ist dann noch, die Bahn wird immer überlasteter werden in Spitzenzeiten. Wo wollen wir die ausbauen? Die Autostrecken, ja, wenn wir nochmals 1 Million mehr haben, Zürich-Bern, gute Nacht, man kann Önsingen und das kannst du ja nie mehr fahren. Ist ja immer Stau. Samstagmorgen ist schon Stau, oder? Also das, da finde ich auch so eine Fantasielosigkeit, dieses unglaubliche Gependel, weil ja, man kann sich halt nicht noch eine zweite Wohnung oder ein Hotelzimmer leisten. Dass da irgendwie Institutionen geschaffen werden, die eben auch diese Mobilität ein bisschen sinnvoll einschränken, weil ich weiß nicht, was das für eine Lebensqualität ist, wenn man 3 Stunden und dann wieder 3 Stunden unterwegs ist, weil, also ich weiß nicht, die Züge sind so voll, da kannst du auch nicht mehr in Ruhe lesen. Also das, ich weiß nicht, ich finde es verrückt. Etwas anders zu den Smart Cities. Vertical Greening, also das ist jetzt da aus den Häusern Bäume wachsen etc., ist das bereits ein Kompromiss, dass alles in die Stadt muss und wenigstens Gang Sofu noch ein bisschen grün ist, oder ist das ein Hype von Architekten, die sich jetzt da selbst verwirklichen wollen? Das gleiche ist ja auch das Vertical Farming, oder dass man da so quasi wie in Schubladen und Kästen da in Treibhäusern alles baut und nicht mehr anbaut, weil das wäre ja dann wieder, dass man dann der Natur wieder Kulturland entreißt. Also da bin ich halt schon auch ein bisschen kritisch. Also bei den ganzen Hochhäusern, da gibt es einige Beispiele in Mailand oder auch in Singapur, das sind wirklich in meinen Augen auch geniale Projekte, wenn man die anschaut. Und da hat es sicher auch etwas mit Energie zu tun, weil wenn natürlich ein Wald das Haus entlang wächst, dann gibt ja das auch wieder Feuchtigkeit, beziehungsweise die Temperaturen werden gesenkt für das Wohlfühlklima in diesen Gebäuden. Das macht definitiv Sinn. Mit dem Urban Gardening ist es immer so ein bisschen eine Sache. Man muss sich vorstellen, man pflanzt einige Töpfe mit Pflanzen an, wie schnell man das geerntet hat. Also ob das dann wirklich einen Effekt wirklich auf die Ernährung hat, da müsste es doch wieder großflächig angebaut werden. Und dann sind wir dann halt immer wieder so in einer bisschen einer naturfeindlichen Umgebung. Und da bin ich halt einfach sehr kritisch. Weil wenn am Schluss das alles überwacht werden muss mit Beschattung, mit Belüftung, mit Bewässerung, mit Rückhaltung, mit Düngung und so weiter, hat das halt nicht viel mit Natur zu tun. Vielleicht ist da ein bisschen weniger das bessere Wort, als einfach immer alles zu jeder Jahreszeit zu haben. Das wäre auch ein Ansatz, ein bisschen ökologischer unterwegs zu sein. Du bist nicht Farmer, also nicht Bauer, aber doch sehr in der Natur. Du hast mit Böden zu tun, mit Wachstum, mit Pflanzen, mit allem, was eben wächst und wächst.
Machen wir noch einen kleinen Ausflug trotzdem in die Landwirtschaft. Jetzt da, was man in Irland lesen konnte, in den nächsten 3 Jahren 200.000 Rinder schlachten, also einfach nicht zum Fleisch gewinnen, sondern einfach zu schlachten, weil sie Abgase produzieren, und auf der anderen Seite Özdemir, der noch 10 Gramm Fleisch pro Tag den deutschen Bürgern empfiehlt, und dass man niederländische Bauern enteignen will, zwar mit 120% des offenbaren Marktwerts, wer bestimmt das schon, aber sie dürfen dann nie mehr in ihrem Beruf arbeiten in der EU. Steckt man das als passionierter Gärtner einfach so weg, oder sind das nicht auch Eingriffe, die weit über die Vorsicht hinausgehen? Ist halt schwierig zu sagen. Ich denke immer wieder, es wird im Endeffekt nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Aber ich finde das auch ein bisschen eigenartig, wie das Ganze betrachtet wird. Aber wenn wir von der Natur her gehen, sind natürlich die Massenproduktionen, ob jetzt in Urban Gardening oder auch in der konventionellen Landwirtschaft, halt auch ein bisschen ein Problem. Also man hat sehr viel schon gemacht mit den ganzen Fruchtfolgen, damit man nicht jedes Getreide oder Mais jedes Jahr im gleichen Boden anpflanzt. Da braucht es einen gewissen Ausgleich. Ob man dann so radikal gerade die Bauern enteignen sollte, was wäre dann die Alternative? Dass einfach irgendwelche Großkonzerne, die mit viel Pflanzenschutzmittel Lebensmittel um die ganze Erde transportiert, da bin ich halt schon ein bisschen kritisch, muss ich sagen dazu. Also eben, ich meine, entweder man kult auch die Menschen und nicht nur die Rinder, weil irgendwie müssen ja ernährt werden, oder es geht, wie du richtig sagst, es geht vom Klein- und Mittelbetrieb in die Großbetriebe, und ich glaube nicht, dass dort dann mehr Ethik, das ist ja dann wirklich nur noch, ich sage ja nicht, dass ein Bauer nichts verdienen soll, um Gottes Willen, oder nichts verdienen will, und dass es auch schwarze Schafe gibt, aber bei diesen Großkonzernen, da ist ja dann wirklich nur noch die Quartalszahl der absolute Nenner, oder? Oder sehe ich das falsch? Und der Aktionär dahinter. Ja, natürlich, irgendwo. Klar. Das ist der, ich weiß nicht, vielleicht bin ich Sozialromantiker, aber wenn ich da, ich liebe ja die Innerschweiz, irgendwo einen Bauernhof sehe, ein paar Kühe draußen, mir gibt das auch irgendwie so ein bisschen inneren Frieden, und irgendwie so der altmodische Gedanke, irgendwie ist die Welt schon auch noch ein bisschen in Ordnung, oder? Sehe ich das methanabgastechnisch wirklich völlig falsch? Ich meine, wir haben so lange so viele Autos, oder? Und jetzt können furzende Kühe wirklich, ist das ein Thema für das Gas des Lebens? Ist das ein Thema für die Umwelt, oder werden wir da am Nasenring durch die Manege gezogen? Ich meine, ich kann das einfach nicht glauben. Also wir haben in den letzten 3 Jahren ja auch gesehen, wie gewisse Mathematiker gewisse Formeln berechnen und zu irgendwelchen Lösungen kommen. Ob sie dann eintreffen, ist wirklich wieder was anderes. Ich finde das jetzt auch ein bisschen, ehrlich gesagt, Hanebüchen, wenn ich so Sachen höre, weil und dann entsorgt man das Fleisch, also man vernichtet die Kühe und entsorgt das. Ja, ich bin da wirklich vielleicht ein bisschen altmodisch unterwegs und denke einfach, wahrscheinlich weniger qualitativ besser und vielleicht dann auch qualitativ besser auch ein bisschen teurer. Vielleicht muss man auch nicht die ganze Zeit immer neueste Klamotten tragen, kann man vielleicht auch wieder etwas reparieren, muss immer alles vom anderen Ende der Welt kommen. Das wäre für mich auch Klimaschutz. Auch die Jungen vielleicht motivieren, wieder mal einen Reißverschluss flicken zu können, könnte man nämlich, oder muss wirklich jedes Jahr auf die neueste Mode, das neueste Telefon, das sind auch Ressourcen, die gebraucht werden, und dann finde ich es ein bisschen absurd. Ich war schon in Irland und habe mir so eine Farm angeschaut, eine Milchfarm zur Produktion für Baileys, ein Nationalgetränk auf der irischen Insel. Und
Ein Berufskollege von mir hat den Bauern gefragt, ob sie da auch Antibiotika geben. Und dann hat der Bauer gesagt, also im Leben nie, wenn die herausfinden würden, dass sie den Kühen Antibiotika geben, dann würde der Betrieb sofort geschlossen. Und war das nicht immer auch ein Markenzeichen von den Irländern? Die irische Butter, die war für viel Geld aufs Festland verkauft worden. Und wenn ich das sehe, Irland hat auch ein sehr mildes Klima, liegt zwar auf der Höhe von Hamburg, aber die Kühe können 10 Monate draußen sein. Und als wir auf die Weide gegangen sind, hatte der Bauer uns so Überziehschuhe bis fast zum Hosenbund hochgegeben. Und dann haben wir gedacht, ah, das ist noch nett, dass wir keine schmutzigen Schuhe bekommen und so. Und dann hat der Bauer gesagt, nee, das wäre mir dann schon egal, sondern es geht darum, dass ihr nicht irgendwelche Keime von der Straße auf den Teller der Kühe bringt. Auch sehr interessant fand ich, die hatten nicht irgendwelche Zäune, sondern die hatten mit Sträuchern, mit Dornensträuchern, also mit Weißdornhecken, hatten die ganzen Hecken eingefasst, damit die Vögel da nisten können. Das sind dann die Nützlinge, die befreien die Kühe von dem übermäßigen Fliegenbefall. Also da habe ich das Gefühl, dass die in Irland sogar noch ziemlich vernünftig unterwegs sind. So zu deiner Frage. Aber ausgerechnet dort Massenschlachten, oder? Ich meine, das ist ja, man rafft es nicht als normal denkender Mensch, also ich denke es zumindest. Ja, du hast was Interessantes gesagt, muss es immer das Neueste sein, und dann gibt es ja die Finanzwelt, macht ja jetzt auch grüne Fonds und Green Deals, oder? Und ganz kürzlich kam von einer Bank von uns kam die Meldung, ja, ihr müsst ein neues Handy haben für das E-Banking. Und die funktionieren vollständig, also wir telefonieren vor allem damit. Die funktionieren voll, aber es ist nicht mehr tauglich mit dieser App, die diese Bank hat. Oder das muss ich sagen, was soll denn das? Du hast gesagt, auch die Kinder brauchen immer das Neueste und so weiter. Du hast 2 Kinder. Wir haben ja jetzt schon wieder die Welt ein bisschen verbessert in diesen 3/4 Stunden. Also du bist ja noch fast eine Generation hinter mir. Aber unsere Kinder sind noch mal weiter, meine noch ein bisschen älter als deine. Wie erlebst du die Kinder? Es waren jetzt Abstimmungen, es war Pandemie, es läuft viel Bargeld und so weiter, Klimaschutz. Wie erlebst du deine Kinder, die ja beide auch schon knapp, aber doch erwachsen sind? Sind die engagiert, kümmern sie sich die? Oder ist es einfach, was wir ja so ein bisschen abgelutscht sagen, Hauptsache es gibt WLAN und Netflix? Also die Kinder oder meine Kinder betrifft das mit Sicherheit stark, weil gerade dass sie mit den sozialen Medien natürlich wie eigentlich alle unsere junge Generation, wir sind da zwar nicht immer viel besser, weil wir sind ja auch sehr informiert und schauen überall nach. Also ich möchte da nicht mit dem Finger auf die Jugendlichen oder die Kinder zeigen. Ich finde es noch spannend, durch das ich schon immer sehr politisch interessiert war, ist es vielleicht wie so ein bisschen ein Gegenpol. Meine Kinder sind auf jeden Fall auch irgendwo politisch interessiert, nehmen aber gerne auch mal noch so ein bisschen eine gegenteilige Meinung von meiner ein. Vielleicht ist das auch ein bisschen, um sich zu reiben, vielleicht ist man gar nicht so auf einem anderen auf einer anderen Gedankenwelle. Und ich finde, ich kann auch immer wieder viel lernen von meinen Kindern, auch von der Toleranz gegenüber, weil eigentlich habe ich immer das Gefühl, ich sei ein sehr toleranter Mensch. Und gerade auch von meinem Sohn, der sagt mir immer, ja, aber Vater, wenn du doch Toleranz bist, dann musst du auch tolerant gegenüber anderen Meinungen sein. Und das versuche ich wirklich tagtäglich immer wieder zu sein. Und er kann mir das gut aufzeigen, gerade auch wenn es so ein bisschen um die Geschlechterrollen geht oder gibt es mehr als 2 Geschlechter und so weiter. Da finde ich dann das wirklich noch gut, wie er mir sagt, schau mal, das betrifft dich ja eigentlich nicht und es stört dich eigentlich nicht, du kannst du das auch akzeptieren. Und das finde ich, ja, das ist irgendwo korrekt.
Und trotzdem finde ich, wenn wir doch alle tolerant zueinander sind, dann muss man das vielleicht auch nicht immer so hoch stilisieren. Sind die erfasst von dieser ganzen Woken-Gender-Diskussion? Mein Sohn ist 39, meine Tochter ist 27, mein Gott, das ist bei denen wirklich nicht auf der Menüplan an erster Stelle, oder? Aber deine sind ja noch jünger, knapp erwachsen, wie gesagt. Sind die erfasst von dieser Wokeness- und Transgender-Diskussion? Ich glaube, man lebt heute einfach ganz stark damit, weil in meiner Klasse und wahrscheinlich auch bei deinem Sohn und bei deiner Tochter gab es das nicht, dass ein Mensch gesagt hat, ich bin weder ein Mann noch eine Frau. Und das ist heute einfach so. Und dann ist es für mich, der vielleicht auch noch ein bisschen so in den alten Strukturen lebe tagtäglich. Wenn ich dann für mich optisch eine Frau sehe und ich spreche sie mit sie an und mir mein Sohn dann sagt, hör mal, das ist eigentlich ein Mann, dann sage ich, alles klar, dann bin ich einfach froh, wenn man das mir zuvor sagt, weil von mir aus darfst du auch ein Gartenstuhl sein, wenn du das möchtest, oder eine Katze oder ein Hund. Es ist für mich einfach schwierig zu erkennen vielleicht, dass du ein Gartenstuhl sein sollst, wenn du für mich halt eher wie ein Mann aussiehst. Gut, lassen wir dieses Thema, weil es hat ja nicht so mit Pflanzen und so zu tun primär, aber gehen wir noch zum Schluss ein bisschen in die Zukunft. Ein Merkmal von dir, wie aus den Vorgesprächen eruiert, ist ja auch ein bisschen das Fernweh, die Fernsicht, die Fernsehnsucht. Du bist ja mit Lastwagen durch den Iran gefahren und du warst in Sierra Leone auch beruflich tätig und das schlummert, du sagst, wenn ich falsch liege, so ein bisschen die Sehnsucht, ja, Sierra Leone, irgend dort was zu tun, hast aber auch deine Erfahrungen gemacht, wenn man in Sierra Leone tätig ist. Willst du uns da ein bisschen dran, zum Schluss dran teilhaben lassen? Sierra Leone ist ein Land, das vor allem bekannt ist durch den Bürgerkrieg in den 90er bis 2000er Jahren, die sogenannten Blutdiamanten. Sierra Leone ist ein relativ kleines afrikanisches Land, Westafrika, südlich von Senegal, deutlich südlicher. Westafrika, ein sehr armes Land, eines der ärmsten afrikanischen Länder, und ich kam durch meinen Vater in dieses Land, und mein Vater war dort engagiert in einer Schule, die gegründet wurde nach diesem Bürgerkrieg, um die Waisenkinder aufzunehmen. Und ich habe das vom ersten Moment an, fand ich das sehr spannend, weil ich einfach, ja, ich bereise gerne die Welt. Ich war schon an diversen Orten eher immer so ein bisschen basic unterwegs, also eher einfach. Und das hat mich sehr fasziniert, und das ist eine kleine Schule in der Nähe von der Hauptstadt, von Freetown. Und ich war einige Male schon da, und da war zum Beispiel der Wasserbrunnen, der vorhanden ist, der ging seit einigen Jahren nicht mehr, und man musste den wirklich reparieren, dass die Kinder wieder Trinkwasser bekommen. Das ganze Schulgelände sollte man einzäunen, damit nicht die ganze Zeit Fahrzeuge durch das Schulgelände fahren, dass andere Leute nicht das Gefühl haben, das ist ein Nowhere-Land und man kann sich einfach bedienen. Und da habe ich wirklich immer wieder sehr interessante Sachen getroffen. Mir war es immer ganz wichtig, dass ich nicht so in einer Mission unterwegs war. Also wir müssen die Leute da unten nicht ändern und mit unseren Meinungen eigentlich überstülpen. Aber man kann vielleicht mit einem guten Beispiel vorangehen. Also
Die ersten beiden Malen, als ich da unten war, da habe ich sehr basic gelebt, ehrlich gesagt im Lehrerzimmer, ohne Wasser, ohne Strom, sehr warm. Es ist immer eigentlich ungefähr gleich warm, zwischen 28 und 35 Grad. Es gibt eine Dry Season und eine Wet Season, also eine Regenzeit und eine Trockenzeit. Und ja, da muss man immer am Brunnen das Wasser holen, auch schon nur, um sich zu waschen. Trinken ist für uns jetzt Europäer nicht unbedingt ideal, weil wir einfach uns das Wasser nicht gewohnt sind. Da bekommen wir dann schnell so ein bisschen einen Durchlauf. Und ich habe das Wasser geholt und die Lehrer haben auch von dem Wasser getrunken und die hatten dann immer so einen kleinen Schluck genommen und den Rest so in die Natur herausgeworfen. Und dann habe ich gesagt, hört mal bitte auf, immer das Wasser wegzuwerfen, weil ich muss das holen und sonst holen Sie vielleicht auch mal Wasser. Und dann hatte der Hauptlehrer zu mir gesagt, aber hör mal Anselmo, ich habe dir doch Wasser geholt vor 2 Tagen. Und dann habe ich gesagt, nein, du hast deine Zweitklässler geschickt. Zweitklässler, 8 Jahre alt, und die haben das Fass geholt bei mir und haben dann Wasser abgepumpt und haben dann diese 20 Liter Wasser auf dem Kopf wieder zu mir gebracht. Und dann habe ich gefunden, also ein 8-jähriges Kind sollte für mich keine 20 Kilo Material herumtragen, egal ob es Wasser ist. Und dann habe ich den Kindern gesagt, ihr dürft für mich kein Wasser mehr holen. Und da habe ich gesagt, liebe Lehrer, ich möchte nicht mehr, dass ihr für mich die Kinder Wasser holen schickt. Ja, aber das ist normal in Sierra Leone, habe ich gesagt. Ja, aber für mich ist es nicht normal, dass ich ein Kind für das benutze. Und einfach so, um ein bisschen aufzuzeigen, nicht missionieren. Für mich hole ich es lieber selbst. Oder der Lehrer kommt mit mir mit und die Kinder sollen eher spielen. Das ist so mein Verständnis von den Kindern. Und das ist immer ganz wichtig. Und es ist spannend, ich bin schon einige Male, war ich da, 6-mal. Und ja, es ist immer, man kommt so wie 2 Schritte voran und dann kommt man wieder und dann ist man so wieder 1 Schritt zurück. Aber so ganz langsam und stetig. Und ich bin wirklich der Meinung, die Bildung und die Empathie zu den anderen Menschen, das ist der Schlüssel zu einer Entwicklung in solch einem Land. Aber du hast ja jetzt auch schon die Lebenshälfte in etwa erreicht oder leicht passiert. Ist das eine Vorstellung, dass du dort leben und werken und wirken könntest? Oder ist das eben das 2 Schritt vorwärts, 1 Schritt zurück? Ist das dann mit der Zeit nicht einfach auch deprimierend oder frustrierend? Gut, das machen wir ja hier eigentlich auch. Und manchmal ist es auch umgekehrt. Ja, aber ich denke gerade, wir kennen das in der Schweiz hier halt vor allem mit diesem dualen Bildungssystem. Und ich denke, da ist wahnsinnig viel Potenzial auch da, weil es gibt unglaublich viele Kinder, unglaublich viele Menschen, die auf engem Raum in einfachsten Verhältnissen leben. Und ja, da könnte man viel tun. Ich könnte mir so einen Schritt sehr gut vorstellen, allerdings wirklich auch mit meiner Partnerin zusammen, wo man doch auch so noch einen gewissen Zusammenhalt hat und einfach auch die Ängsten und Sorgen gemeinsam teilen kann. Und ja, warum nicht auch in einer Zukunft gerne mal an so einem Ort, weil die Wärme, die habe ich gerne, andere Kulturen sowieso, und ja, das wäre durchaus spannend. Wir sind ja gespannt, wie das bei dir, / bei euch weitergeht, geografisch. Und ja, wer weiß, sag niemals nie, vielleicht machen wir mal in Freetown ein Gespräch. Oder wäre sehr spannend. Dem Gebilde, das du dann bewohnst, bewirtschaftest, betreibst, aber ich denke, es ist schon noch, it's a long way home, also das braucht ja viele Entscheidungen und gute Entscheidungen. Und vergiss nicht, ich glaube, du hast einen, ja, der schönsten Berufe, die es gibt. Und der allererste Interviewgast, der hier war, das war im Frühjahr 2020, der hat gesagt, es hat in den letzten Monaten in Europa 2 Arten von Menschen gegeben, die einen Garten hatten und einen
Balkon und die, die keinen hatten. Und ich glaube, wenn der Frühling kommt und man wieder raus kann und mal draußen sitzen kann und es ist schön dort, das ist, glaube ich, eines der größten Geschenke, die man haben kann. Und wenn der Garten schön ist, und dann ist das ein Geschenk Gottes, man kann es nicht anders sagen, weil es hat mit Natur und mit Schöpfung zu tun, und das bewirtschaften und gestalten zu können. Und ich weiß, wenn man so viele Jahre darin arbeitet, sieht man es nicht, und dann gebe ich dir am Schluss dieses Feedback, dass das nicht einfach selbstverständlich ist, weil du und deine Jungs, ihr seht immer, was ihr gemacht habt. Ich am Abend nach einer Sprechstunde sehe das nicht ganz immer und frage mich, was hast du eigentlich gemacht? Und schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine unglaublich interessanten, weitreichenden und wirklich neuen, für mich neuen Erkenntnisse. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche dir viele, viele berufliche, erfüllende Momente, und dass das passiert, was du dir wünschst, dass es passiert, und sonst gar nichts. Vielen Dank, Anselmo, vielen Dank, dass du da warst. Marco. Alles Gute, und liebe Freunde, ich hoffe, es war auch für euch, auch wenn ihr vielleicht nicht so grün seid, also ich meine Garten- oder pflanzentechnisch, nicht politisch, haben wir ja ziemlich auf der Seite gelassen heute, ganz bewusst. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, und ja, bald sieht man sich wieder. Mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten, ob in Sierra Leone oder in der Schweiz. Amandla, Avetu, alle Macht, dem Souverän. Saludos a todos, salizame, man sieht sich.